Siehe, ich mache alles neu. Das lesen wir in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Gott wird alles neu machen. Aber natürlich hängen wir auch an dem Alten. Mir ist das heute so gegangen, dass mein Herz ein bisschen geblutet hat, um es pathetisch zu sagen. Sehen Sie mal warum. Das ist der Glockenturm unserer schönen Erlöserkirche. Noch steht er. Aber die Kirche, die steht leider nur noch zur Hälfte. Der Abbruch der Erlöserkirche, der schreitet voran. Und da tut einem das Herz natürlich schon ein bisschen weh, wenn man da so viel Zeit verbracht hat. Und so schöne, aber vielleicht auch traurige Erlebnisse mit dieser Kirche verbindet. Ein letzter Blick auf den Altar der Kirche. Nicht alles lassen wir hinter uns, denn wir nehmen ja auch Dinge aus der alten Kirche mit in die neue Kirche. Zum Beispiel unsere Glocken. So, hier bin ich im Container, in dem die Glocken unserer Kirche gelagert werden. Und da warten sie darauf, wieder eingebaut zu werden in den Glockenturm unserer neuen Erlöserkirche. Das ist das Alte. Aber wir vertrauen ja auf das Wort. Siehe, ich mache alles neu. Der Abschied fällt schwer. Aber es ist auch schön, sich auf etwas Neues freuen zu dürfen. Auf eine neue, schöne Kirche. Auf ein Gemeindezentrum, in dem Jung und Alt sich begegnen. Auf eine lebendige Gemeinschaft mit Gott in ihrer Mitte.